Wir hören es ja immer wieder, der Westen, die verschiedenen Vereinigungen, sie kommen immer näher zusammen durch diesen Krieg. Das hat auch Annalena Baerbock erneut betont. Jetzt ein OSZE-Treffen in Polen und Lavrov ist dort nicht dabei, weil Polen ihm die Einreise verweigert hat. Mhm. Ist das weiterhin der richtige Weg, dort so direkt auszuschließen? Ja, also Russland ist Kriegspartei. Russland will, dass Europa, von dem wir viel profitiert haben, indem wir in Frieden gelebt haben, will das zerstören. So, das hat Annalena Baerbock sehr klar erkannt und versucht, das mit diesen Mitteln deutlich zu machen, wer hier der Aggressor ist. Die Einwerfung von Lavrov, nicht, man sei jederzeit für Friedensverhandlungen bereit etc. Das ist der typische Ansatz. Man verdreht Ursache und Wirkung. Russland hat diesen Krieg begonnen, nicht andersrum. Aber Russland kann natürlich, Lavrov, der alte Taktiker, versucht dadurch natürlich einmal mehr die Karten umzudrehen und zu sagen, wir wollen ja verhandeln, obwohl er derjenige ist oder sein Land, das diese Gewalt erst zunächst über die Ukraine gebracht hat. Und wenn ich das vielleicht noch einbringen darf, nicht? Sie haben das auch gesehen in Berlin in der Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Herrn Stoltenberg. Einmal mehr die Ausbalancierung. Auf der einen Seite dürfe Russland den Krieg nicht gewinnen. Nicht, man sagt nicht, es muss verlieren. Auf der anderen Seite wolle man keine Kriegspartei werden und nicht eskalieren. Jemand wie Stoltenberg, der weiß natürlich, dass Deutschland die 100 Milliarden, die es zugesagt hat, davon sind ja noch 85 Milliarden übrig nach Steuern, die wird es aufgrund, nicht auch das sagt der Chef des Bundeskanzleramts ja auch ganz offen, aufgrund der Prioritäten, die Deutschland sozialpolitisch hat, die wird es nicht erfüllen. Und damit wackelt auch das 2%-Ziel. Sie wissen auch, dass der Haushalt für das nächste Jahr, 2023, sieht eben keine Steigerung in den Wehrausgaben an. Und im Brennglas haben Sie es einmal mehr gesehen in der Munitionsfrage. Das ist natürlich, auch wenn es nur ein Beispiel ist, da wird im Kleinen heruntergebrochen, wie wenig Deutschland zur Glaubwürdigkeit der NATO beiträgt. Eine Armee, die nicht kämpfen und sprich schießen kann, sondern nach einem Tag wahrscheinlich am Munitionsende wäre. In welchem krassen Widerspruch steht es zu dem, dass dieser Krieg jetzt über 250 Tage dauert? Diese Botschaft, die geht in die NATO und die geht auch natürlich nach Russland. In diesem Kontext muss man das mal sehen, verstellen, wenn man sagt, Deutschland will weiterhin viel beitragen. Ja, die Realität sieht leider doch sehr anders aus. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.